Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zurück bei Elon Motors TV. Heute eine besondere Sendung, denn wir berichten über die ersten Model Y, die nach Deutschland kommen, ab September bei uns lieferbar. Heute eingestellt, ab heute kann man bestellen und dann könnt ihr im September dieses Fahrzeug bekommen. Ein Model Y, so wird es aussehen, wenn ich es konfiguriere. Schwarz und weiß innen drin und dann entsprechende Räder. Das schauen wir uns gleich an und ich zeige euch heute auch nochmal in diesem Auto, das ist doch ein Model 3 Performance, die Innenbeleuchtung, die ich eingebaut habe. Also dranbleiben, viel Spaß dabei. Ja, schön, dass ihr zurück seid hier bei Elon Motors TV. So könnte es aussehen, ein Model Y konfiguriert mit 20 Zoll Felgen, auch das Long Range. Da sehen die Felgen nämlich so aus wie hier. Vom Design ein bisschen anders, aber 20 Zoll ganz dunkel gehalten, dann in weiß und in schwarz, so würde ich ihn konfigurieren. Dann sieht er nämlich bärig sportlich aus. Und wie man den konfiguriert, wann er lieferbar ist, alle Informationen, die ich heute von Tesla bekommen habe, denn ich habe heute mit ihnen gesprochen, ab heute Freitag, diesen 9.7. ist es bei uns bestellbar. Was dahinter steckt, das zeige ich euch gleich. Ich nehme euch jetzt mal mit an den PC und danach zeige ich euch nochmal hier die Innenbeleuchtung. Schaut euch das mal an. Die habe ich nämlich eingebaut und so könnte es dann auch in eurem Model Y aussehen oder in eurem Model 3. Schaut euch das mal an mit der entsprechenden Konfiguration. Aber jetzt gehen wir erstmal an den Bildschirm und ich zeige euch die Details zum Model Y. So, dann gehen wir jetzt mal auf die Webseite. Wir sind jetzt drauf und ihr seht, Model 3 ist hier natürlich klar. Wir gehen jetzt mal auf Model Y, dann kommt ihr auf diese Übersichtsseite. Hier seht ihr ein paar Informationen, entweder gleich auf Bestellen. Aber wir scrollen jetzt mal runter und hier seht ihr noch ein paar Basisinformationen. Hier nochmal die Karosse natürlich auch, ähnlich wie beim Model 3. Man sieht aber hier hinten schon, dass es das gecastete Teil ist. In Shanghai wird schon mit der Gigapress gearbeitet. Und natürlich, hier sieht man auch die 19 Zoll Standard-Beräderung, sprich mit den großen 19 Zoll Reifen, die man beim Model 3 natürlich dann Aufpreis zahlen muss. Das sieht einfach besser aus hier bei dem großen Ding. Und hier sieht man auch nochmal den großen Laderaum des Model Y, wobei hier in der Breite ist das identisch zum Model 3 und auch in der Höhe, da ist ein bisschen was gewonnen, auch für die Füße darunter, aber die Sitzbreite für Kinder hinten ist gleich. Hier sieht man den Siebensitzer, der ist allerdings momentan noch nicht bestellbar aus Shanghai. Das heißt, die, die jetzt wirklich ab September einen haben wollen, müssten Model 3 Long Range bestellen und den gibt es nur als Fünfsitzer konfigurierbar. Das sehen wir aber gleich nochmal. Ansonsten die Informationen, die man hier sieht, ist jetzt nichts Neues, da hat sich nichts verändert. Hier auch nochmal der Innenraum. Die waren ja die ersten, die Model Y mit diesem Interior. Hier sieht man es nochmal. Der Unterschied sieht man jetzt leider auf der Webseite nicht, ist natürlich das Panoramadach, was über die komplette erste und zweite Sitzreihe geht. Das ist der Unterschied. Ja, von den Daten, wenn man hier hinten mal schaut, ihr seht, maximale Reichweite hat halt die 19 Zoll Felgen und man kann 20 Zoll dazu kaufen. 2003 ist das Basisgewicht im Vergleich. Ein Model Y, Model 3 Long Range wiegt 1844 Kilo. Ja, das sind also gute 160 Kilo weniger, die so Model 3 wiegt. Vom Ladevolumen steht jetzt leider nur 1,9 Kubikmeter. Das ist natürlich, wenn man das umklappt und damit ist es natürlich wahnsinnig viel. Fakt ist natürlich die große Heckklappe. So, jetzt gehen wir aber in den Bestellprozess und schauen uns das mal an. Ja, und hier sieht man jetzt ganz klar Lieferung, Auslieferung September. Die Informationen habe ich heute auch von meinem Tesla-Berater, dem Alpert, der mir das gesagt hat. Mit dem habe ich heute telefoniert, um für euch diese Daten und Informationen zu sammeln. Ist also bestätigt, seit heute Morgen ist die Bestätigung da. Model Y lieferbar aus Shanghai, sowie auch die Model 3 Standard Range und jetzt momentan verfügbar mit 2000 Rabatt noch Model 3 Long Range. Da ist der Unterschied zu den Fremont, dass dort die Panasonic bzw. die 2170 Batterien verbaut werden, allerdings noch mit dem 78 Kilowattstunden Pack, die so mit 580 Kilometer Reichweite bei Model 3 verbaut worden im Quartal 1. Die sind jetzt hier auch drin, deswegen ist hier auch die Reichweite 505 Kilometer geschätzt. Im Vergleich zum Model 3 Long Range war das mit dieser Batterie 580 Kilometer. Hier habt ihr aber mittlerweile auch schon dieses vergrößerte Pack von Panasonic mit 82 Kilowattstunden mit 614. Also man sieht hier ganz eindeutig, dass doch die Reichweite einiges nachlässt, weil einfach das Model Y eine schlechtere Aerodynamik hat und
schwerer ist. Jetzt schaut euch das nochmal an. Im Vergleich 505 Kilometer Reichweite im Vergleich zu 614. Also das sind 18% weniger Reichweite. Das ist natürlich schon spürbar. Bei der Endgeschwindigkeit gut 217 statt 233 und bei der Beschleunigung 5,1 statt 4,4. Das ist immer noch wahnsinnig schnell, 5,1. Aber man sieht halt einfach den Unterschied. So, was sehen wir hier noch bei den Produktdetails? Hier nochmal der Unterschied zum Performance. Der ist aber momentan nicht lieferbar, da steht noch Anfang 2022. Ja, und da ist natürlich die Spekulation, wer dann noch warten kann, der sollte vielleicht auf Berlin warten. Also interessant, natürlich ganz klar, wem so ein Long Range reicht, der kann jetzt zugreifen. Und im Vergleich zu den Konkurrenten, zum ID.4 oder am Ford Mach-E, ist natürlich ein Model Y schon eine super Sache, denn die Verarbeitung ist super aus China. Und man hat jetzt endlich das Model Y, auf das ihr so lange gewartet habt. Hier die Farben, ich habe jetzt mal eine ausgesucht, die Preise sind gleich wie beim Model 3. Und bei den Rädern hatte ich ja schon gesagt, 19 Zoll Felgen mit so ein bisschen silbrig, sieht eigentlich ganz gut aus. Würden meines Erachtens auch reichen auf dem Fahrzeug, wenn er hier die 20 Zoll nehmen. Gut, die sehen fast so aus wie die vom Model 3 Performance. Allerdings sind die hier, obwohl das sieht auch so aus, sind doch in dunkelgrau, beziehungsweise die waren eigentlich früher mal schwarz, aber auf dem Bild sieht das fast anthrazitmäßig aus. Vom Innenraum hatte ich ja schon gesagt, ganz klar, das große Panoramadach, das wäre für mich das Highlight für so ein Model Y. Das höhere Einsteigen und höhere Sitzen, das ist natürlich der Vorteil, wer so ein bisschen beim Einsteigen Probleme hat. Ansonsten, die Info habe ich auch noch heute bekommen, also da ist ein HEPA-Filter eingebaut, kein Bio-Weapon Defense Mode wie im Model S, aber der HEPA-Filter ist drin, den werden wir wahrscheinlich dann im Model 3 zum Quartal 3 oder 4 sehen. Hier allerdings schon im Model Y. Gut, zur Anhängerkupplung. Ganz klar, die Informationen habe ich auch gesammelt. Die Anhängerkupplung ist vorgerüstet, das heißt, der Aufnahmepunkt ist am Auto verbaut mit den gewohnten 1600 Kilo Anhängerlast, so wie beim Model Y. Das ist natürlich ein großer Vorteil gegenüber Model 3 Anhängerkupplung, die nur bis 1000 Kilogramm Anhängelasten hat. Und hier ist es so, dass man die automatisch angebaut hat, allerdings dann beim Tesla Service sich die Anhängerkupplung kaufen muss, dazu kaufen muss. Ich schätze mal, die wird dann auch so um die 1300 Euro kosten, also um den Dreh. Auf jeden Fall großer Vorteil vom Model Y natürlich die höhere Anhängelast. Wenn man dann weitergeht in den Innenraum, hier nochmal die weiße Ausstattung, das wäre natürlich meine Wahl, weil ich einfach diese weißen Sitze mag. Und vorne von den Leisten hier, das mit dem Holz mag ich nicht so, da gibt es sicherlich dann die Carbonleisten, wenn man das mag. Allerdings ein Nachteil, und das wäre für mich jetzt das Argument für ein Model Y, die 7 Sitze, ist momentan aus China nicht lieferbar. Das heißt, für den europäischen Markt wird jetzt im Quartal 3 nur der 5-Sitzer geliefert. Was ist aber hier der Vorteil, das markiere ich euch hier nochmal, die zweite Sitzreihe ist verstellbar. Das heißt, man kann einfach die Lehne etwas nach hinten klappen und das ist natürlich eine tolle Sache, wenn man jetzt so ein bisschen die Kinder hinten schlafen lassen möchte, dann haben die einfach nochmal ein bisschen mehr Neigung in der Sitzlehne. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil und natürlich das große Panoramadach. Also da muss ich sagen, das gefällt mir. Hier seht es nochmal, das ist natürlich ein Argument, wie beim Model S, das riesen Panoramadach. Ja? Also ganz klar, toll. Und ach so, ich gehe nochmal zurück. Wer sich da Gedanken macht wegen der UV-Einstrahlung im Sommer, überhaupt kein Problem, das nimmt die Wärme komplett weg und durch die Klimaanlage ist es überhaupt kein Thema. Also da braucht man sich keine Gedanken machen, dass man da irgendeine Sonnenblende braucht. Wenn man sich hier nochmal den Touchscreen anguckt, alles gleich zum Model 3. Ist natürlich toll, super und hinten Innenraum alles wie beim Model 3. Ein bisschen höher sitzt man, aber von der Funktionalität sehr ähnlich. Die Klimaanlage auch gleich. Und nochmal zu der Ausstattung. Ihr habt natürlich im Model Y Long Range das Premium Audiosystem. Und habt ähnlich wieder die beheizten Vorder- und Rücksitze, das ist natürlich toll. Und die Vordersitze mit den Verstellfunktionen und abspeicherbar. Bodenmatten sind dabei, Nebelscheinwerfer, ja, das sieht alles aus wie beim Model 3. Mittelkonsole mit Staufächern und natürlich die zwei Mobiltelefone können vorne laden. Ein Jahr Premium-Konnektivität, ja. Also sieht gut aus, so würde ich den bestellen. Autopilot Enhanced. Da, den würde ich nicht bestellen, auch den vollen Potenzial, das könnt ihr dann später machen, wenn ihr euch so ein bisschen mit dem Auto vertraut gemacht habt oder ihr wollt es in eine Finanzierung reinnehmen, dann ist es drin. Und hier natürlich klar der große, das ist alles Zukunftsmusik, dass der automatisch fährt, aber man kann es sich jetzt halt schon zu dem Preis sichern, würde ich aber nur machen, wenn ihr das Fahrzeug lange behalten wollt und euch dieses Potenzial sichern. Im Vergleich zur Konkurrenz, im Vergleich zu den anderen Automarken reicht der Basis-Autopilot, der dabei ist, völlig, denn der fährt schon auf der Autobahn
relativ selbstständig und das ist auf jeden Fall besser, als was die Konkurrenz so kann. Hier sieht er so aus. Also ich finde, der sieht schon toll aus. Gerade von hinten sieht es sehr mächtig aus. Also ja, hat schon was. Also auf jeden Fall ein schönes Auto. Was hier auf dem Bild so ein bisschen rüberkommt, als wenn die hinteren Scheiben ein bisschen getönt werden. Sicherlich 200-300 € Vorteil im Vergleich zum Model 3, wo man das ja erst machen muss. Hier nochmal alles aufgeführt. Der kostet dann also 62,5 mit diesen Rädern. Das müsst ihr euch mal angucken. Ballonkredit kann man natürlich auch machen. Das könnt ihr euch denn hier ausrechnen. Hier ist die Anzahlung, die Information zu der Förderung. Ich gehe jetzt nochmal auf die Hauptseite. Es ist so, dadurch, dass das Auto jetzt über 40.000 netto ist, wird Tesla bzw. Deutschland nur 7.500 € Förderung auszahlen und nicht 9.000 wie beim Model 3. Und dabei sind 2.500 € direkt das sieht man hier unten, direkt von Tesla abgezogen. Ja, das ist hier praktisch schon abgezogen. Und 5.000 € werdet ihr dann erstattet bekommen. Das heißt, wenn ich mir das hier mal angucke, hier seht ihr das, einschließlich 2.500 Umweltbonus hat Tesla schon abgezogen und ihr könnt von diesem Preis dann nochmal 5.000 abziehen. Also das heißt, wenn ich jetzt mal ein Basis rechne, maximale Reichweite, Lackierung wäre weiß umsonst. In weiß, ja, weiß ist eine super Farbe, allerdings muss man sich das mal in echt angucken. Mir würde das nicht gefallen, weil die dann so hoch aussieht, deswegen lieber eine dunkle Farbe. Das vertuscht so ein bisschen die hohe Form. Also ich würde den wahrscheinlich in Blau nehmen oder in Schwarz oder in Grau, wahrscheinlich in Blau oder Schwarz. Ja, also so. Und dann würde ich überlegen, ob ich nicht, wenn ich den Basis nehme, diese Räder nehme. Die sehen eigentlich auch ganz schick aus. Spart halt nochmal 2.200 €. Gut, die Anhängerkupplung ist dran. Auf jeden Fall ein großer Vorteil, dass man die jetzt praktisch dann dran rüsten kann. Das kostet natürlich dann nochmal Aufpreis. Und hier könnt ihr euch überlegen, ob ihr weiß oder schwarz nehmt. Also jetzt nehmen wir mal einfach das günstigste, was geht. Das wäre jetzt der maximale Reichweite. Weiß, ihr nehmt die kleinen Räder, sieht auch gut aus. Und ihr lasst hier einfach den schwarzen Innenraum. Das sieht super aus. Und wer das ein bisschen sportlicher macht, hier noch die Carbonverblendung drüber. Und dann habt ihr einen super schicken CUV mit riesen Heckklappe, mit super Panoramadach und dem Tesla-Ladenetz. Und wenn ihr euch das mal anguckt, ihr geht nochmal hoch, 505 Kilometer Reichweite, da träumen die anderen von. Und das mit einer 78 Kilowattstunden Batterie und von der Performance her ist das auch absoluter Wahnsinn im Vergleich zu ID.4 oder den anderen in der Preisliga. Ja, also und ihr habt natürlich das Tesla-Ladenetz. Und wenn ich jetzt mir angucke, was der kostet, 57,79 minus 5.000, die ihr erstattet bekommt nach Antragstellung. 2 Monate später habt ihr die 5.000 wieder. Also für 52,9 ist das, meine ich, schon ein ganz guter Preis. Verarbeitung ist super, denn die Chinesen sind da absolut präzise in dem, was sie tun. Und einziger Wermutstropfen ist natürlich jetzt für mich eigentlich nur, dass da noch nicht die 4680er Batterien drin sind, die dann irgendwann aus der Gigafactory aus Berlin kommen. Ansonsten von den Pressteilen vorne hinten ist es schon das Moderne, was Shanghai baut. Und ja, also von der Verarbeitungsqualität verspreche ich mir keine Verbesserung in Berlin, sondern das machen die Chinesen genauso gut, denn das ist wie bei McDonald's das gleiche Produkt, das gleiche Franchising. Und ob das ein Chinese macht oder ein deutscher Arbeiter, da glaube ich, ist kein großer Unterschied. Wobei in China sind die da sehr, sehr präzise, denn bei denen geht es jeden Tag um Jobverlust oder nicht. Die sind da unter einem ganz anderen Arbeitsdruck als bei uns. Und dann ist eigentlich der einzige Wermutstropfen, dass man jetzt hier noch das ältere Akkupack hat. Aber ich meine, absolut von der Reichweite 505, das ist schon okay. Also da kann man jetzt nicht meckern. Und der lädt ja auch mit 250 Kilowatt Ladeleistung am Supercharger-Netz. Also von den CUVs sicherlich eins der absoluten Spitzenautos. Und wer den jetzt haben möchte, der soll zuschlagen. Ab jetzt bestellbar hier über Tesla direkt auf der Webseite. Wer den Referral-Code haben muss, schreibt mir einfach eine E-Mail an Elon Motors TV. Dann bekommt ihr auch den Kundenberater, mit dem ich heute telefoniert habe. Da könnt ihr dann alles managen mit ihm und kriegt dann auch noch mehr oder weniger, wie sagt man, Spoonfeeding, alle Informationen von ihm und habt natürlich dann hier ein absolut tolles Familienauto. Also von daher, ich finde, so sieht er auch ganz gut aus. Fällt mir jetzt auch ganz gut, so wie er da steht und ist wirklich in der absoluten, jetzt mache ich das nochmal anders. Also so würde ich ihn vielleicht jetzt doch bestellen. Das ist echt cool. Machen wir mal weiß, weiß innen und schaut euch den jetzt mal an. Jetzt habt ihr weiße Sitze, weiß, weiß. Also so ein cooles futuristisches Auto mit den schwarzen Dingern.
Das wird sogar meinen Eltern gefallen. Also tolles Ding. Also so muss ich sagen, ist das wahrscheinlich ein Hammer-Auto. So, was kostet der jetzt? Und das kann ich euch auch mal sagen, das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr jetzt hier den über einen Ballonkredit macht, das könnt ihr direkt bestellen, 100 Euro Anzahlung, dann geht ihr hier hin, könnt das nochmal anpassen, so würde ich das machen. Ihr seht, er rechnet das jetzt für euch aus, hier kommt dann die monatliche Rate raus, wenn ihr sagt, naja, also sagen wir mal, wir zahlen 6.500 an, 625 Euro im Monat und du sagst, man lässt das auf 60 Monate, das ist nämlich egal. Jetzt gehen wir hier nochmal runter auf 5.000. Wenn 5.000 kriegt ihr ja vom Staat zurück. Das heißt, ihr macht eine Nullfinanzierung. 5.000 Euro Anzahlung, die 5.000 bekommt ihr zurück nach 2 Monaten, nach der Zulassung. Ihr lässt den zu und macht gleich den BAFA-Antrag. Ich zeige euch das hier auch nochmal auf dem Video, wie das dann funktioniert. Und gebt hier 10.000 Kilometer Laufleistung ein und 60 Monate Laufzeit. Dann kommt da eine Rate raus von 587. Die zahlt ihr dann und dann könnt ihr auch innerhalb nach 6 Monaten frühestens verkaufen. Und wenn ihr dann nach 1, 2, 3 Jahren verkaufen wollt, weil ihr einen neuen bekommt oder nächstes Jahr dann aus der Gigafactory, dann könnt ihr diesen Kredit einfach ablösen und dann könnt ihr mir auch wieder eine Mail schicken und ich helfe euch dann, dass ihr das Ding nach Skandinavien bekommt, irgendwo und auf jeden Fall noch einen guten Preis dafür bekommt. Jo, also, so sieht das aus. Ansonsten einfach überweisen. Ich glaube, für 59,1 minus 5, 54,1 ist das ein durchaus attraktives Auto, inklusive dem besten Ladenetz der Welt. Und ich hatte ja letztes Mal nochmal gesagt, dass wahrscheinlich einige Supercharger dann aufmachen für die anderen. Das wird aber erst der Fall sein, wenn das Supercharger-Stationen sind, die auch der entsprechende Staat fördert. So ist es jetzt in Norwegen. Und ich glaube, Tesla wird dann da neue bauen, die dann vielleicht ein paar Säulen haben, die für alle sind. Und ich glaube, als Tesla-Fahrer braucht man sich keine Gedanken machen, dass wir da nicht mehr laden können. Ja, so viel zum Model Y. Und wenn man jetzt sich nochmal überlegt, wir haben jetzt gerade gesagt, gehen wir nochmal zurück. Also wenn wir jetzt hier die Basis nehmen, ja, schaut euch das mal an. Maximale Reichweite, weiß, kleinen Räder, macht mal hier nochmal schwarz. Guckt euch den an, sieht eigentlich cool aus. Dann sind wir hier bei 57,9, also vergesst mal 5.000, 52,9. Und wenn ich mir jetzt angucke, das gleiche Auto, und ich nehme jetzt einfach mal ein Model 3 und würde jetzt sagen, ich nehme maximale Reichweite, mache jetzt weiß, schwarz, nehme aber auch die 19 Zoll Räder, das sind die hier, und ich gucke mir jetzt das an, was das kostet, dann komme ich bei Überweisung auf 52,6 und da gehen jetzt die 6.000 runter. Das heißt, ich bin hier bei 46,6. Also 46 zu 52 sind einfach 6.000 Euro Unterschied. Und dafür bekommt ihr, und das seht ihr hier ja auch, dafür bekommt ihr die Heckklappe, das Panoramadach. Ihr bekommt wahrscheinlich getönte Scheiben hinten. Die könnt ihr für 300 Euro bei Model 3 machen. Ihr könnt höher einsteigen. Das ist das hier. Ihr habt etwas mehr Kopfraum vorne hinten. Ihr habt die 355 mm Bremsscheibe vorne. Die hat beim Model 3 nur 335. Und ansonsten den HEPA-Filter. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ihr habt die Anhängerkupplung vorbereitet. Die kostet dann natürlich nochmal Geld. Und ihr könnt die Sitzlehnen hinten verstellen für die Kinder. Das habt ihr alles für die 6.000 mehr. Aber ihr habt entsprechend, wenn ihr euch nochmal die Reichweiten anguckt, statt 614 Kilometer nur 505 WLTP. Und statt 233, 217 und statt 4,4, 5,1. Das ist der Nachteil. Ansonsten bestimmt ein absolut tolles Familienauto. Und was soll man sagen? Also ich finde die Entscheidung gut, dass sie jetzt einfach den europäischen Markt bedienen mit den Lieferungen aus Shanghai. Wir wissen, diese Akkus sind 2170er, das ist gut. Das ist alles gar kein Problem. Die Verarbeitungsqualität ist hervorragend und von daher würde ich sagen, auf jeden Fall eine Empfehlung. Der Performance seht ihr hier. Wenn ihr warten wollt bis Januar, würde ich wahrscheinlich warten und einfach mal drauf spekulieren, dass die Gigafactory dann irgendwann mal loslegt. Und der kostet dann auch nochmal 7.000 Euro mehr. Da habt ihr einfach beim Model 3 Performance für 5.000 mehr. Habt ihr auch diese Sachen. Die Extras sind nämlich ähnlich. Ihr habt hier die Felgen drin. Ihr habt allerdings 21 Zoll. Ja, das sieht halt einfach noch bäriger aus auf dem Auto. Und ihr seht hier, ach so, den Spoiler hinten ist noch dran.
Also der würde dann schon sehr sportlich aussehen, allerdings vom Design Uberturbine wie auch beim Model 3. Ja, das ist es. Dann schalte ich mal zurück und gebe euch noch einen abschließenden Kommentar. So, jetzt schauen wir uns das mal von innen an. Es ist doch etwas hell draußen, aber kommt einfach mal mit. Ja, und ihr seht hier in der Mittelkonsole komplett verbaut. Hier hinten rum, einmal rum und auf der anderen Seite und hier vorne kommt es raus und ich zeige euch es von der anderen Seite. Ja, also praktisch so sieht das aus. Hier ist die Lichtleiste hier oben drauf. Das sieht dann im Dunkeln richtig blau aus und hier ist es verbaut. Hier ist der Anstecker, den kann man hier an- und ausmachen und füttert dann praktisch hier die Leiste. Und hier unten ist es lang verbaut und dann hier oben lang. Kostet, glaube ich, 60 oder 70 Euro. Könnt ihr unten im Link finden, Amazon. Und der Einbau ist relativ einfach. Da mache ich aber meine Sondersendung zu. Ja, so sieht's aus. Also, das war zum Model 3. Und so könnt ihr natürlich auch euer Model Y entsprechend dann präparieren. Also, spannende Neuigkeiten. Ja, ihr habt gesehen, das Model Y ist jetzt bestellbar bei uns und ihr seht die Preisunterschiede, ich habe es euch erläutert, da solltet ihr mal drüber gucken und auf jeden Fall ist es bestimmt toll, dass Tesla das jetzt möglich macht, dass wir in Europa auch dieses Fahrzeug bekommen. Ich sage ja, das Wichtigste ist, wer Langstrecke fahren will, das Ladenetz, das bekommt ihr mit dem Tesla. Ob euch dieser Mehrpreis zum Model 3 wert ist, dafür, dass ihr hinten die große Heckklappe habt, die Anhängerkupplung wieder konfigurierbar ist, sprich, ihr könnt das dann anbauen, dass ihr für die Backseater die Lehne ein bisschen nach hinten kippen könnt und das große Panoramadach. Das müsst ihr euch natürlich überlegen. Man hat natürlich Reichweiteneinbußen aufgrund der schlechteren Aerodynamik und der höheren Masse, aber man sitzt natürlich auch etwas höher und das ist ja auch für Leute, die nicht gerne in so tiefe Autos einsteigen, ein Argument, aber sicherlich das Ladevolumen. Darum geht es eigentlich mit dem Model Y. Es wird sicherlich ein Knaller und ich glaube, wenn man es so dunkel konfiguriert, hier gerade mit den 20 Zoll Felgen, beim Performance, den gibt es allerdings erst ab Anfang nächsten Jahres dann, eventuell aus China, eventuell aber auch schon aus Berlin, dann hat er sogar 21 Zoll Felgen und hat dann aber auch diese großen Bremsen in Rot, der Sättel, das wird man mal sehen, eventuell auch wie das neue Model S Plate in Schwarz dann, aber auf jeden Fall, ich finde es interessant, dass Tesla jetzt lieferbar ab September Model Y in Deutschland Long Range Variante ist wahrscheinlich auch die sinnvollste. Okay, so viel für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wer noch nicht abonniert hat, abonniert den Kanal. Ich werde in der nächsten Sendung dann die Verlosung machen und werde dann den Abonnenten finden mit Hilfe von anderen Abonnenten, die ich am Supercharger treffe und dann werden wir einen von euch beglücken, der dann das Model 3 Modell oder Model Y Modell von Tesla bekommen kann als 1:18 Version in eurer Farbe. Also vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal hier bei Elon Motors TV.